In Hannover kamen mehrere hundert Menschen zur Kundgebung. Sie wehren sich dagegen, dass Seenotretter kriminalisiert werden und wollen das Recht auf Flucht stärken. Insbesondere im Mittelmeer, wo die Sea-Watch 3 40 Flüchtlinge auf die italienische Insel Lampedusa brachte. Ja, landesweit sollen es tausende Demonstranten gewesen sein. In Oldenburg war sogar ein Besatzungsmitglied der Sea-Watch 3 mit auf der Straße. Sören Moje. Was er hautnah bei der Rettung der Flüchtlinge und bei der Verhaftung der Kapitänin mitbekommen hat, weiß David Röhmhild. Mein Name ist Sören Moje, ich bin leitender Maschinist und Teil der Schiffsführung der Sea-Watch 3. Nach zwei anstrengenden Monaten bin ich seit gestern wieder in meinem Zuhause in Oldenburg. Sören Moje fährt seit seinem 17. Lebensjahr zur See. Seit 2017 rettet der gelernte Seemann Menschen aus dem Mittelmeer. In Oldenburg kritisiert der 33-Jährige am Mittag EU und Bundesregierung für ihre Untätigkeit. Wir erfahren das aus erster Hand. Dort sind Boote, es ist wieder letzte Woche ein Boot mit 80 Menschen untergegangen. 80 Menschen sind dort ertrunken. Und das ist direkte Folge der europäischen und der deutschen Politik. Im vergangenen Jahr sei beinahe jede sechste Person bei dem Versuch ertrunken, über das Mittelmeer Europa zu erreichen. Guten Nachmittag. Ich fahre Richtung Hafen, weil ich 42 Menschen aussteigen lassen muss. Wir haben einen Notstand. Die Situation an Bord meines Schiffes ist sehr kritisch. Sören Moje fährt auf dem Schiff von Kapitänin Carola Rakit. Er ist dabei, als die italienischen Behörden sie festnehmen, nachdem sie mit 42 Migranten an Bord unerlaubt in den Hafen von Lampedusa eingelaufen ist. Als ich dann wirklich gehört habe, dass sie verhaftet ist, und nicht freikommt. Das war ein großer Schock für mich und für alle anderen auch. Und ja, in dem Moment war ich sehr angespannt und auch sehr, sehr erbost noch über das Vorgehen der italienischen Behörden. Mittlerweile sei das Mittelmeer das tödlichste Meer der Welt. Und besonders tragisch sei, dass immer mehr Menschen inzwischen mehrere gescheiterte Fluchtversuche hinter sich hätten. Die Geflüchteten mussten dann wieder sich um Geld kümmern. Oder es wurde ihnen erpresst oder sie werden in Arbeits versklavt und müssen sich fast zu Tode arbeiten, bis sie einen Platz auf dem Boot bekommen. Was sind denn das für Zustände? Zustände, die die Menschen in Oldenburg trotz Regen auf die Straße bringen. Sie fordern mehr Menschlichkeit, Solidarität mit Geflüchteten und die Entkriminalisierung der Seenotrettung. Vor 98 Jahren sind meine Großeltern übers Mittelmeer nach Deutschland geflohen. Das berührt mich sehr, dass das heute noch immer genau das Gleiche ist. Ich sitze nicht zu Hause, wenn Menschen sterben. Also für mich ist das wichtig, Flagge zu zeigen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es berührt mich. Es ist wichtig, dass man auch in Deutschland, auch wenn es so weit weg ist, da Zeichen für setzt und sagt, wir sind hier solidarisch, auch wenn wir nicht selber irgendwie mit auf den Rettungsschiffen sein können. Sören Moje freut die Aufmerksamkeit, die seine Sache gerade genießt. Doch von der Politik ist er enttäuscht, auch wenn wie heute der Bundesinnenminister einen Teil der aus Seenot Geretteten aufnehmen will. Das ist eher Symbolpolitik. Wir brauchen eine europäische Lösung, wir brauchen mindestens einen Verteilmechanismus. Aber was wir eigentlich brauchen, sind legale Einreisewege für Flüchtende. Sören Mojes Kapitänin ist wieder frei, muss sich nächste Woche aber einer Anhörung der italienischen Justiz stellen. Der Maschinist selbst ruht sich jetzt erstmal aus. Bereits im September will er wieder im Mittelmeer Leben retten.